Hallo, lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Das ist ja so, du hast eine weibliche Energie und eine männliche in dir drin, lieber Löwe. Das heißt, eine Seite ist geprägter als die andere. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, höre dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen, weil die anderen Energien genauso zu dir gehören und du bist ja nicht nur Löwe. Ja, sehr wichtig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mal schauen, was die Orakelkarten uns hier erzählen über eure Liebessituation, was dich und deinem Gegenüberliegender, sozusagen die Person, vielleicht hast du ihn oder sie vor kurzem kennengelernt, ihr seid nur befreundet, was zwischen euch zwei so ist. Mal schauen. Bin ich jetzt sehr gespannt für dich, lieber Löwe. Wow. L'obsession de reconnexion. Wow, lieber Löwe, du hast hier la connessione, die Verbindung zwischen dir und dieser Person. Ihr seid hier verbunden. Ihr seid hier wie eins. Ne? Wie sagt man das, wenn man zusammen verschmelzt? Wenn zwei Seelen zusammen verschmelzen. Ich bin eins. Ich bin mit ihm. Ja, verbunden, ich bin mit ihr verbunden. Das kann ja auch gut sein, ihr träumt dasselbe. Ihr habt dieselben Vorahnungen. Also das ist wie wenn ihr auch telepathisch kommuniziert. Kennt ihr das, wenn man nur einen Blick werfen muss an den Partner und dann versteht man sich schon an Anhieb? Also sowas passiert hier. Lieber Löwe, für diejenigen, die jetzt sagen, Katja, das ist bei uns nicht so. Wir sind gar nicht so oder das Gegenteil, dann ist es nicht eure Legung, weil hier gibt es eine Verschmelzung von zwei Personen. Die eine ist, ja, hier sind beide füreinander bestimmt. Diese Verbindung ist da. Ich denke, hier wird zusammengehalten durch dick und dünn. Eine Krise, die hier überstanden wird. Egal was kommt, wir halten zusammen. Ja, also wow, lieber Löwe, besser geht es gar nicht. Besser geht das wirklich gar nicht. Und du siehst auch hier, was sie zeigen. Das sind zwei Menschen, die hier auch unterschiedlich sein können. Natürlicherweise merkst du ja auch, wir wollen jetzt hier nicht im Detail reingehen, aber das kann ja gut sein, er hat einen anderen Glauben oder er ist nicht von dieser Kultur, dass du für eine Kultur hast. Ja, es könnte hier verschieden sein, aber trotz dessen seid ihr hier füreinander da. Versteht ihr das? Also jeder ist für den anderen da. Also jeder von euch, ihr zwei zusammen, ja, ihr seid wirklich dazu geprägt, ja, in dieser Inkarnation euch gegenseitig zu stehen. Also das bedeutet, ich bin für dich da und du bist für mich da. Also wirklich, ich habe gar keine Worte, lieber Löwe. Kompliment, ja, an diejenigen, die das erleben, an diejenigen, die sowas haben. Natürlich werden jetzt wahrscheinlich auch die meisten sagen, nee, Katja, bei mir ist es nicht so. Also hier haben wir mehrere. Einmal, die habe ich schon gesehen und zweimal, die habe ich auch schon gesehen. Schauen wir mal, was die Lavendelkarten uns erzählen. Die Kommunikation ist hier sehr wichtig. Wahrscheinlich kann es gut sein, dass du jetzt hier irgendwie nicht mit dieser Person in Kommunikation kommen kannst. Entweder ist er hier verhindert. Es kann aber auch gut sein, dass es die einzigste Möglichkeit, weil er in einem anderen Land wohnt oder sie in einem anderen Land. Kann aber auch gut sein, weit weg. Ja, die Kilometer. Das ist einfach zu weit weg, wo ihr gerade seid. Das kann aber auch gut sein, dass hier die Kommunikation, also man versteht sich gut, ja, unter dieser, ich sag mal so, in diese Verbindung versteht man sich super. Aber es gibt manchmal auch eine Art, wie wir kommunizieren mit den anderen, dass wir nicht richtig verstanden werden, ja. Das bedeutet, das könnte möglich sein, ja, dass du jetzt irgendwie etwas willst, aber die Person das nicht richtig versteht, das. Also sagen wir mal so, das ist auf einer anderen Ebene. Das ist nicht diese spirituelle Welt, das ist nicht die Seele, sondern die materielle Ebene. Wir reden hier über, weißt du, es kann ja auch gut sein, Religionen oder Kultur, was du hast,
versteht er nicht oder was sie hat. Ja, du kannst ja auch ein Mann sein und du sagst, ich verstehe sie nicht. Ja, also es könnte auch an die Kommunikation, dass man sich nicht richtig versteht. Aber ich sage mal so, lieber Löwe, hier läuft alles automatisch. Also auch wenn man sich nicht versteht, das ist der kleinste Fehler oder das ist eine Kleinigkeit, weil der Rest stimmt bei euch. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, es kann gut möglich sein, dass hier irgendwo eine Kommunikation nicht stattgefunden hat oder er konnte dich nicht anrufen oder sie konnte sich nicht bei dir melden, ja? Vielleicht wegen dem Job oder Schwierigkeiten in der Familie. Kann ja aber auch gut sein, dass die Gesundheit eine große Rolle spielt. Leute, die Gesundheit ist das Allerwichtigste bei uns. Wenn das nicht funktioniert, dann funktionieren wir hier nicht, ja, in dieser Ebene. Also sehr wichtig. Terrore. Ich habe Angst zu verändern. Ich habe Angst, mich zu verändern. Also, das ist schon mal eine große Angst, ja? Das ist eine große Angst. Hier hat jemand Angst vor Veränderungen. Sich zu verändern in der Beziehung, gibt es diese Veränderung. Vielleicht bekommt jetzt jemand hier Panik, ja? Aber wie gesagt, diese Verbindung wird keiner kaputt machen können, weil das, was da ist, ist da zwischen euch zwei, ja? Und da kann kommen, was es will. Weil ihr beide einander steht. Ihr steht dazu. Ihr wisst, was ihr wollt zusammen, ja? Und da kann der Terror kommen, da kann wirklich die Angst einem hochkommen, aber trotzdem weiß man, wenn ich mit dieser Person zusammen sein möchte, dann muss ich etwas loslassen, dann muss ich mich von etwas befreien. Und hier lebt jemand in Angst. Es kann ja auch gut sein, dass ihr beide irgendwie Unterschiede habt. Also, das ist normal. Es kann gut sein, du vibrierst in einer Höhe. Er ist noch nicht in deiner Höhe oder du sagst sie, ich als Mann, ich weiß, was ich will. Ich habe an mich gearbeitet, weil hier können auch Männer sein, die an sich arbeiten. Natürlich, selbstverständlich. Ja, der Löwemann ist da auch sehr, ich sage immer, bewusst. Ja, also es gibt viele Löwemänner, die Bewusstsein haben. Ja, also die Feuerelemente wissen das schon, dass es eine Flamme in sich gibt und diese Flamme muss, sollte, oder ich sag muss, sollte immer. Wie sage ich das jetzt auf Deutsch? De vestre viva, am Leben gehalten werden, ja? Und du könntest jetzt als Mann sagen, Katja, ich weiß, dass ich einen guten Bewusstsein habe, ich weiß, dass ich weiter bin, aber ich habe das Gefühl, dass die Frau noch nicht so weit ist. Kann gut möglich sein, aber ich denke mal, wenn du schon mal in seiner Nähe bist, in die Nähe von ihr, ja, du setzt das bitte um, wenn du jetzt eine Frau bist, dann automatisch erkennt ihr euch, ja? Also sich erkennen ist etwas Schönes von den Seelen her. Das habe ich auch bei den Zwillingen gesagt, wenn sich zwei Seelen erkennen, ja? Das ist das Schönste, was es gibt. Und hier wird es ja nochmal bestätigt, dass ihr wirklich diese Verbindung habt. Und es ist wie so eine Antenne, ja? Der eine spürt den anderen. Wahrscheinlich auch, wenn es dem anderen schlecht geht, spürst du das. Ohne dass er dich anruft, wenn etwas nicht stimmt. Versteht ihr das? Also, man hat das automatisch. Manchmal habe ich auch so ein Gefühl. Wenn ich jetzt irgendwie zu Hause bin, habe ich so ein Gefühl, etwas stimmt nicht. Und dann erzählt mir mein Mann etwas. Ja, also, das ist ja klar, wir sind verbunden mit den Menschen, den man liebt. Wir sind ja irgendwo eins geworden. Und wie gesagt, zwei Seelen verschmelzen. Und es wird eine Seele. Das ist ja manchmal auch die Zwillingsflamme. Also, manchmal, fast immer ist es die Zwillingsflamme. Ja? Okay. Sehr schön, lieber Löwe. Also wirklich, das ist nicht für jeden gedacht, das ist klar. Ich bin mir hier bewusst und es ist mir jetzt egal, ob du jetzt sagst, oh mein Gott, Katja, was redest du da? Bei uns läuft es nicht so. Ich kann das nicht ändern, lieber Löwe. Bei mir kommen diese Karten raus, ja? Es ist eine schöne Verbindung. Es sind zwei Menschen, die sich lieben. Zwei Menschen, die wahrscheinlich durch dick und dünn gehen. Schauen wir mal, lieber Löwe, was sich hier ergibt. Von der weiblichen Energie wollen wir jetzt das Herz uns anhören, die Geschichte. Was will der Herz uns erzählen? Was will das Herz sagen? Die Herzenswörter sozusagen, le parole del cuore. Wenn das Herz spricht, dann ist alles leise. Ne? Stai ricevendo dei segnali, prossimo anno. Du bekommst hier Zeichen, Symbole. Das Universum schickt dir Symbole. Das Universum will mit dir reden.
zeigt dir Dinge, Signale, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass irgendetwas dich zu dieser Person zieht. Ich weiß ja nicht, was gerade passiert in deinem Leben, lieber Löwe, aber die Energie ist sehr wachsam. Du bist nicht alleine. Die Geistführer, die unsichtbare Welt, ich sag mal auch die höhere Macht da oben, kommuniziert mit dir. Sei sehr wachsam, ja? Dein Herz schickt dir schon mal diese Symbole und du bekommst sie, ja? Ich weiß ja nicht, wie man das interpretieren kann, weil jeder erlebt es von sich aus. Ja, du kannst jetzt sagen, zum Beispiel, weißt du, ich kann dir immer meine Beispiele bringen. Manchmal erhalte ich gewisse Informationen, ja, und dann weiß ich, oh mein Gott, hier ist etwas passiert. Und dann ist es so, dass ich etwas mache und dann weiß ich, okay, das war der Zeichen, damit ich das mache. Verstehst du, was ich meine? Also manchmal bekommen wir Symbole, die wir nur selber verstehen. Und die Engel kommunizieren mit dir so, weil sie wissen, dass du das verstehst. Und wenn du das nicht verstehst, mach es so, wie ich das auch mache. Ich bringe dir immer meine Beispiele. Also ich sage immer, helft mir, Geistführer, dass ihr in meine Träume kommt und mir dabei hilft. Letztens habe ich ja wirklich etwas geträumt, was für mich sehr hilfreich war, weil ich wollte etwas, das ist wie so eine Opfergabe geben, ja? Und bei mir hieß es, ich sollte einen Baum anpflanzen. Ja, also wirklich, das ist kein Scherz, Leute. Und im Nachhinein ist es sehr wichtig, ne, die Natur zu unterstützen. Und wenn man redet, wenn man spricht, wenn man laut es vor sich sagt, oder du kannst ja auch sagen, schick mir einen besseren Symbol, den ich mehr verstehe, weil ich so das nicht verstehe. Ich verstehe euch nicht. Also sie sind da, lieber Löwe. Ich kann dir nur meine Beispiele sagen, ja, also ich habe das letztens gesagt, gefragt und tatsächlich habe ich eine Oma geträumt, eine ältere Dame, die mir zwei Bäume, also quasi zwei Wurzeln rausgezogen hat, gesagt, guck mal, das ist el mio dono, sie hat auf Italienisch das gesagt, das ist meine Gabe an dich, bitte pflanze das an deinem Garten, also machen wir das, ne? Wir tun sowas, wenn uns sowas gesagt wird, ja, nehmen wir das nicht mit Leichtigkeit, weil es ist wichtig, dass wir diese Dinge tun, die uns gesagt werden, ja. Okay, also ich habe das noch nicht eingepflanzt, das ist klar. Ne? Ich muss jetzt erst mal schauen mit meinem Mann, was für einen Baum wir nehmen können, weil das ist ja klar, du kannst ja nicht von heute auf morgen einen Baum nehmen, der riesig wird und dann noch den Nachbarn ärgert, aber wir müssen da schon schauen. Und ich habe ja etwas gemacht und es stimmte wirklich, ich habe gefragt, was soll ich euch schenken oder was wollt ihr als Opfergabe? Natürlich nichts mit schlimmen Sachen, das ist ja klar, wir wissen ganz genau, wir benutzen nicht die Gewalt, Tiere oder sowas. Das kommt gar nicht in Frage bei mir, sondern eher, ich habe mir gedacht, etwas zu essen oder an die Natur selbst. Ja, natürlich denkt man schon, aber jetzt nicht einen Baum. Also das ist schon, ja, nicht einfach, aber ich finde, das ist eine schöne Idee. Ja, das ist wirklich toll, was sie da gefragt haben. Also da merkst du schon, wie sie gebunden sind mit der Natur. Okay, lieber Löwe. Schauen wir jetzt mal, wie die Situation aussieht zwischen dir und dieser Person. Er ist oder sie hat Dependenz, Abhängigkeiten. Diese Person könnte Abhängigkeiten haben, Kontrolle. Diese Person ist besitzergreifend, ja, kontrolliert die Situation, kann man aber auch sagen, der Löwe an sich selbst macht das. Der Löwe ist schon jemand, der ich Territorio, also du hast jetzt mein Revier, ne? Das ist mein Revier. Wie sagt man das jetzt? Fällt mir jetzt nicht ein auf Deutsch früh morgens, lieber Löwe, aber ich hoffe, du verstehst schon, was ich meine, ne? Wenn ich mir jetzt, das macht ja unser Hund auch, wenn er irgendwo hingeht, er zeigt, guck mal, das ist mein Revier, es machen Hunde, Katze machen das auch, das ist mein Platz, geh ja nicht ran, das kann aber auch gut sein, das sind hier emotionale Blockaden. Diese Person hat Blockaden, die emotional sind. Jemand, der sich nicht äußern kann. Jemand, der Schwierigkeiten hat, mit seinen Emotionen umzugehen. Ja, kontrolliert sie nicht richtig. Okay? Wow, Leute, hier kommt wieder die Bestätigung, dass wir hier eine Liebe haben. Die Liebe zu dieser Person, aber zu dir selbst auch. Sie ist unendlich. Das ist nicht irgendeine Liebe. Die erreichen wir auch niemals in dieser Inkarnation. Das ist aber so eine Art Liebe, in dem wir schon wissen, wie das geht. Also wenn wir diese unendliche Liebe erreichen, ich denke, wir sind nicht mehr da.
Also das ist noch mal diese Lüge, diese New Age Lüge, dass wir unendliche Liebe erreichen, weil das ist sehr schwer, das zu erreichen. Das ist keine einfache Situation. Aber hier, diese Personen geben sich diese Liebe, können die Ängste zur Seite stellen, können vieles überwinden, aber zusammen. Zusammen, wenn wir zusammenhalten, sind wir stärker. Zwei gegen die Welt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bei euch wie so Bonnie und Clyde. Kennt ihr das? Also, was mir jetzt hier so automatisch hochkommt, ist Bonnie und Clyde. Also, kennt ihr diese zwei Räuber, die sich über alles lieben, die sich gemeinsam unterstützen, durch die Welt gehen? Egal was passiert, wir sind immer zusammen. Sowas ist hier. Ihr seid wie Bonnie und Clyde, ne? Wahrscheinlich wird das auch der Titel sein. Mal gucken, wenn ich dann wirklich, wie sagt man das, nochmal die Bestätigung bekomme. Okay, das hat. Leute, hier kommt die Bestätigung. Ich brauche nichts mehr. Soulmates. Also hier hast du deinen spirituellen Partner. Das ist deine La Connessione. Ihr seid hier verbunden. Das ist dein Seelengefährter. Und wenn der Seelengefährter kommt, das ist ja klar, das ist keine Zwillingsflamme, dass man unbedingt zusammenbleibt, aber trotzdem zündet es in dir schon mal was an, ne? Da bewegt sich alles in dir, da kommen diese Veränderungen, alles bewegt sich, damit du mit deinem Seelengefährter zusammenkommst. Eindeutig, lieber Löwe, hier bist du von deinem Seelengefährter schon begegnet, also du bist hier schon mit ihm zusammen oder du hast ihm begegnet, du hast ihn vor deiner Nase, ja, du hast wahrscheinlich mit ihm schon gesprochen, kann ja auch gut sein, du hast ihn im Chat kennengelernt, das ist für dich noch relativ neu, du sagst, oh mein Gott, wie kann ich jetzt eine Person nur vom Chatten sehen, dass er oder sie meinen Seelengefährter ist? Kann man schon, wenn du das Gefühl hast, ja. Und wenn ihr beide das vor allem habt, wenn er dasselbe sagt wie du oder sie sagt dasselbe wie du, okay, lieber Löwe, kann ja gut möglich sein. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Ein Augenblick. Okay. Schauen wir mal. Er ist ehrlich. Er ist ehrlich, hier gibt es jemand. Hier gibt es jemand wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Aber es gibt hier auch ein Problemchen, lieber Löwe. Jetzt haben wir den Haken. Entweder bist du hier neu verliebt, ja, du hast eine neue Person kennengelernt. Aber auf jeden Fall gibt es hier irgendwo noch einen Ex, der hier stört, der hier dich nicht vergessen kann. Ich sage es immer wieder, den Löwe, das ist auch so ein Punkt, wie ich bei dem Skorpion das auch sage. Der Löwe ist auch eine Frau, ein Mann, den man nicht leicht vergessen kann. Ne? Der Löwe, wenn er es tut, tut er das, ne? Sage ich immer. Das ist keine einfache Energie, uns zu vergessen. Das sage ich nicht nur so, sondern ich sage es auch als Erfahrung, ja? Es gibt Menschen, die einfach dem Löwe nicht vergessen können. Nach Jahren denken sie immer noch an dem Löwe, Mann oder Löwe, Frau, ja? Diese Personen sind einfach dynamisch. Die sind von der Sonne beherrscht. Leute, wir machen das nicht extra. Wir sind geboren, so sage ich immer. Das ist so, wir ziehen die Energie von anderen an. Die anderen sehen uns. Manchmal stört es den anderen, weil wir immer so, wie sagt man das, den Mittelpunkt suchen, ohne dass wir das extra machen. Natürlich gibt es auch den Löwe, der Löwe, Frau, Löwe, Mann, der das extra tut, der extra sich im Mittelpunkt stellt. Aber mein Gott, er hat es in seinem Blut. Ja, er hat das Scorren, le sue vene, das ist halt so, das ist die Astrologie, ist auch so, ne? Und vor allem, wenn man auch vieles im Löwe hat oder vieles im Feuerelement, dann ist es jemand, der einen starken Charakter hat, ja? Den kannst du nicht so einfach runterziehen. Und hier kommt eine Entschuldigung. Es kann aber auch gut sein, er hat sich Scheiße benommen, er hat irgendetwas gemacht, er hat einen Fehler gemacht, er hätte sich nicht so benehmen sollen. Aber diese Entschuldigung, was wirklich zählt, ist, dass er ehrlich ist oder sie ehrlich ist. Das ist jetzt nicht jemand, der hier lügt. Diese Person ist ehrlich. Dann, ob du dich entscheidest, ihm nicht zu glauben, das ist was anderes, Leute. Also ich sage euch die Karten. Ihr könnt mir nicht kommen und sagen, Katja sagt, boah, ich muss jetzt mit meinem Ex zusammenkommen oder nee, er kann es vergessen. Natürlich kann er das vergessen. Das ist deine Entscheidung. Du entscheidest. Du hast den freien Willen zu tun, das, was du willst. Ja, du kannst ihm die Türe zuknallen.
Natürlicherweise, es kann aber auch gut sein, du sagst, Katja, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit ihm oder mit ihr. Natürlich haben auch die anderen einen Ex oder eine Ex-Freundin, einen Ex-Freund. Es kann ja auch gut möglich sein, dass es hier irgendwo diese Person ist, ja, die hier nicht loslässt. Die dritte Person, ja, die hier zu viel ist an der Sache, weil hier ist auf jeden Fall jemand zu viel. Wenn diese Verbindung, da ist la connessione, diese Verbindung ist sehr stark, dann ist jemand zu viel. Ja, und wir haben hier die Karte auch momentan benimmt sich diese Person auch daneben. Es kann gut sein, dass diese Person vielleicht, ich sag jetzt nicht eine auf der Klapse oder bei ihm oder bei ihr stimmt was nicht, aber es kann gut sein, dass diese Person mental unstabil ist. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er wirklich psychisch ist, kaputt oder kann gut sein. Es gibt viele Menschen, die an der Psyche dann kaputt gehen. Aber diese Person, man muss aufpassen, diese Person, mit dieser Person kannst du nicht so ganz scherzen. Ja, so bei ihm oder bei ihr könnte eventuell etwas nicht stimmen, was manchmal auch wirklich ein Arzt braucht. Also ich sag mal so, eine Hilfe, eine professionelle Hilfe. Ja, sag ich mal so. Wie gesagt, es kann gut sein, dass hier jemand einem Angst auch machen kann. Ja, oh mein Gott, wie verhält er sich oder wie ist sie? Boah, ich krieg Schiss von ihm oder von ihr. Manchmal ist er wie so ein Psycho. Ja, es ist einfach ein Wort. Das ist jetzt nichts Schlimmes, Tragisches, aber manchmal ist es wirklich jemand, der Probleme hat. Also wirklich mentale Probleme. Also ich sag ja, es kommt immer drauf an, mit wem du zu tun hast, lieber Löwe, ja? Vorsichtig vor solchen Menschen. Es gibt wirklich solche Menschen, die Probleme haben, psychische. Und dann lassen sie das an andere ab oder das ist dann nicht mehr gesund, das ist keine gesunde Liebe. Kann ja gut sein, dass er hier das Problem hat, dass er der Kontrolle. Weißt du, wenn man die Kontrolle haben will von allem, das ist ja klar, was passiert dann? Das war ja bei mir so, wo ich im Krankenhaus gelandet bin. Ich bin gelandet, weil ich immer alles kontrollieren musste zu Hause, weil ich diejenige war, die alles auf den Beinen gestellt hat. Ne? Wenn ich fehle, wenn ich etwas gemacht, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich da nicht nachgeschaut hätte, wäre die Bombe geplatzt natürlicherweise. Und dann habe ich mir auch die Ruhe genommen und bin nicht mehr so. Ich versuche alles, damit ich lockerer bin, damit ich nicht immer alles kontrollieren muss. Und wenn halt etwas liegen bleibt, dann bleibt es liegen. Und das ist mir egal. Zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns im Süden, jede Woche wird die Wäsche gewaschen, also quasi die Bettwäsche wird jede Woche gewechselt. Ja, jetzt mache ich das halt jeden 14 Tage, jeden 10. Tag. Ich mache das nicht jeden, ich habe mir immer einen Tag genommen und habe es mir ständig, das ist nur ein Beispiel, ja. Also, da muss man schon vorsichtig sein, weil dann geht man wirklich in dieses, das geht dann auch in die Psyche, aber das geht dann wirklich in diese Kontrolle. Ich muss das tun, ne? Ich muss das sauber halten. Also ich bin ja auch Jungfrau und es ist ja klar, dass ich dann auch dieses Mentale habe. Aber für diejenigen, die auch solche Komplexe haben, so wie jetzt zum Beispiel ich, das sind Komplexe, die sind nicht meine. Ne, das ist ja klar, meine Familie hat das mir übertragen. Das sind Glaubenssätze. Für mich ist es dann so, mein Haus ist nicht sauber, wenn die Bettwäsche nicht gewaschen wird. Also ich sage es ganz ehrlich, Leute, das ist so. Und dann irgendwann mal lernst du, weil deine Gesundheit ist wichtiger. Weil das ist klar, das geht auf meine Gesundheit, wenn ich es nicht schaffe. Ich arbeite, ich habe Kinder, ich muss das, 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 das. Und auch noch die Bettwäsche muss gewechselt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, Leute. Es gibt noch andere Beispiele, ne? Also da will ich euch immer entgegenkommen und sagen, es gibt viele Richtungen, wie wir uns helfen können. Erstmal wir uns selbst, dass wir quasi sagen, nee, stopp, das ist zu viel. Nicht nur in einer Beziehung kann man die Kontrolle haben. Man hat sie überall. Also ich habe nicht sie in der Beziehung tatsächlich gehabt. Ich habe sie zu Hause allgemein die Kontrolle gehabt. Ja, und dann ist hat der Körper versagt. Er konnte nicht mehr, ne, weil ich habe gar nicht diese Stärke. Und dann muss ich halt einfach mir gewöhnen, auch andere zu bitten um Hilfe. Und das ist ja bei mir sehr schwer. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um andere um Hilfe zu bitten. Weil das ist nicht meins. Das ist ja wieder der Stolz vom Löwe. Ich muss alles alleine schaffen. Aber ist nicht so. Ich kann auch meinem Mann sagen, mein Mann hilft. Wenn ich das ihm sage, macht er das auch. Aber wenn er das nicht weiß, dann ist es halt schwer, ne? Also man muss halt auch fragen können, ja? Lernt zu fragen, lieber Löwe. Das ist wichtig auch beim Löwe, ne? Das habe ich gelernt. Sex spielt hier eine große Rolle. Familie, Sicherheit. Also natürlicherweise, wenn das stimmt, dann stimmt hier das auch. Die Intimität ist für euch
Wow, das ist wahrscheinlich in den Sternen. Ja, mit natürlicherweise immer mit dem Löwe, Mann, Frau, das sage ich immer wieder, das ist auch extrem schön mit diesen Menschen. Und natürlicherweise hier die Familie, die Sicherheit. Es kann gut sein, dass die Familie eine große Rolle spielt in dieser Situation. Dass du jetzt sagst, Katja, er hat Familie. Und das ist der Grund, weil wir hier dieses Hindernis haben. Aber weißt du, wenn ihr zusammengehört, dann gehört ihr zusammen schon wieder. Das ist eine richtige Liebe, die zwischen euch ist. È un affetto grande. Das kann man nicht von heute auf morgen löschen. Das kann man nicht von heute auf morgen vergessen. Auch wenn du jetzt mit ihm auseinandergegangen bist und du sagst, Katja, ich leide wie ein Hund. Mir geht es scheiße, dass er nicht bei mir ist. Und ich spüre ihn immer noch. Kann gut möglich sein. Aber das heißt nicht, dass du ihn aufgeben sollst unbedingt. Oder dass es vorbei ist für immer. Wer sagt es? Wenn man so eine Verbindung hat, muss nicht sein, dass es vorbei ist. Also ich würde hier sagen, alles stimmt. Die Liebe stimmt. Die Verbindung stimmt. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, irgendetwas. Ne, das ist ja klar, der Haken ist immer da. Irgendwo muss es immer einen Haken geben, lieber Löwe. Immer, immer. Sonst wären wir nicht hier, lieber Löwe. Wo läuft es immer gut? 100%. Ich kennt ja sowas. Das ist die Komfortzone. Da müssen wir raus. Und solche Seelen wie wir, ich sage immer Seelen, die es nicht einfach haben, Seelen, die auch Meisterzahlen haben, die haben immer Hindernisse. Sie erleben Tode. Das bedeutet, in der Familie stirbt jemand. Sie erleben, dass etwas schiefläuft. Man wird krank. Man erlebt gewisse Dinge, weil der Körper angerufen wird von der Seele. Hey, komm mal, ne? Komm mal, das ist etwas passiert. Ich muss jetzt aufwachen. Ich kann nicht mehr schlafen, ne? Das ist ja klar, viele Menschen schlafen noch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt halt viele Nachteile zurzeit. Viele. Weil wir wissen ja ganz genau, was auch passiert ist. Jetzt kommt das raus, Leute. Letztens kam das in Zeitung, wir haben das gelesen. Es kam in den Nachrichten sogar. Jetzt auf einmal haben sie quasi herausgefunden, dass das Ganze, was sie uns angetan haben mit den Impfungen, wie gesagt, zum Glück bin ich da echt froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich habe auch Karten gelegt und ich habe sofort gesehen, dass es mir nicht gut tut und meine Familie auch nicht. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich habe meine Wahrheit geglaubt. Das ist klar, jeder macht es so, wie er will. Aber jetzt kommen diese ganzen Nachteile und denkt, wir haben Verwandte, Bekannte, Menschen, die wir lieben. Also meine Familie hat das, fast alle haben das gemacht. Und jetzt kommen die Nachfolgen. Versteht ihr das? Die Menschen, die wir lieben. Das ist ja das Problem. Wir lieben diese Menschen und das tut uns weh, dass wir sie verlieren. Dass wir sie verlieren müssen, ja? Manchmal sind es auch die Schmerzen, die wir haben, weil wir Verluste haben, ja? Okay, schauen wir jetzt mal, lieber Löwe, was die Tarotkarten uns erzählen. Sehr wachsame Energie, lieber Löwe. Wow. Therapie di coppia, also es kann gut sein, dass man hier irgendwo eine Therapie besucht, ja? Es kann aber auch gut sein, dass man zusammen hier, ich sag ja, alles schaffen kann, wenn man determiniert ist. Also hier gibt es eine Situation, man ist sich selbstsicher. Man will diese Beziehung, man will alles tun. Also es gibt hier jemand, der sagt, ich werde alles tun, damit diese Ehe hebt, damit diese Verbindung. Ihr werdet zusammen, ihr habt euch getroffen, weil ihr zusammen eine Aufgabe habt. Weil ihr seelisch verbunden seid. Es kann gut sein, ihr kennt euch von einer früheren Inkarnation. Ja, das ist eure Mansion. Zwei Seelen treffen sich. Wieso? Weil es sein muss. Du hast ihn nicht wie sagt man das? Wie sagt man das? Oh, mir fällt es nicht ein. Mir fällt das Wort nicht ein. Das sage ich immer. Zufällig. Zufällig ist mir nicht eingefallen. Du hast ihn nicht zufälligerweise getroffen oder sie. Du hast ihn getroffen, weil es sein musste. Ja, es gibt hier jemand, der alles tun wird, um dich zu erobern, um an dich ranzukommen, um diese Verbindung nochmal zu konstruieren. Es kann aber auch gut sein, dass ihr euch hier therapeutische Hilfe holt, dass hier durch einen Heiler, ich nenne ihn mal Heiler, jemand, der sich gut auskennt, diese Person kann es sehr gut, kann damit sehr gut umgehen, mit diese Pärchen, die sich wieder zusammenfinden. L'equilibrio di un matrimonio, der Gleichgewicht in einer Ehe, dass es wieder besteht. Es ist wichtig, dass ihr zusammenbleibt. Das ist wichtig, weil ihr liebt euch. Diese Liebe ist etwas Schönes. Das kann euch keiner mehr schenken, was ihr einander habt. Ne? Ich weiß nicht, seid ihr verheiratet? Wenn ihr verheiratet seid, dann
dann ist es eure Legung noch mehr. Oder es kann auch gut sein, dass ihr das vorhabt oder dass ihr so eine große Liebe habt, ja, dass ihr sagt, okay, in ein paar Jahren wollen wir das. Oder ihr könnt das auch wirklich nächstes Jahr, ja, ihr habt es gar nicht geplant, aber nächstes Jahr plant ihr zu heiraten, ja. Also hier könnte eine Ehe entstehen. Es ist wie wenn zwei Menschen sich hier treffen und sich einigen auf einen Weg. Verstehst du das? Der Wagen ist für mich auch in der Liebe, wenn zwei Menschen vieles überwinden können, wenn zwei Menschen zusammengehören und wenn zwei Menschen an diesem Punkt sich treffen, weil es so sein sollte. Ja? Also setzen wir das so um, lieber Löwe, dass ihr hier wirklich füreinander bestimmt seid. Dass hier die höhere Macht, und du siehst es, hier sind auch große Arkanen, dass die Seele es will. Die Seele will diese Verbindung. Die Seele gehört zu diesem Mann, zu dieser Frau. Ja, manchmal wirklich, da kann man tun, was man will. Oder man kann auch versuchen, diese Personen auseinanderzubringen, aber geht nicht. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, Katja, du redest von ihm und seiner Frau oder von ihr und seinem Mann, kann ja auch gut sein, ja. Aber wenn zwei Menschen zusammengehören, gehören sie zusammen. Also fast immer ist es so, dass so eine Liebe wirklich niemand, ich sag wirklich niemand, kaputt machen kann. Man kann alles tun, es gibt Höhen und Tiefen, aber zusammen ist man stärker. Kennt ihr das? Zusammen sind wir stärker. Wie ich ja gesagt habe, ich sag es wieder: Bonnie und Clyde. Also ihr seid hier eins. Ihr seid hier die Verbrecher, die zusammenhalten, ja, die sich gegenseitig, si danno le spalle, Deckenrückumgebung, genau, Decken, sag ich das richtig? Rückendeckung. Genau, Rückendeckung, ja, dass ich das richtig erwähne. Voll laut Italienisch, Deutsch, dann Englisch. Leute, ihr werdet es gar nicht glauben, aber ich habe jetzt sogar russische Karten gefunden. Katja interessiert sich, also ich hatte sowieso, meine beste Freundin war auch damals eine Russin. Und ich grüße dich, wenn du sogar zusiehst. Ich habe ihr nämlich meinen Kanal letztens gezeigt. Ja, sie ist auch Russin und ja, wir haben uns getroffen. Und sie ist auch Löwe übrigens. Sie ist auch Löwe. Ich grüße dich, ja, wenn du mir zusiehst. Auf jeden Fall, ich liebe diese Sprache. Ich habe es immer geliebt. Ich finde, das sind so intelligente Wesen, die Russen. Ja, egal was gerade passiert, das mit Putin und das Ganze. Ich halte mich da raus. Ich sehe das gar nicht so, wie sie das zeigen. Also ich habe schon auch Karten gelegt für mich selbst und ich bin meiner Meinung. Und wie sie ihn ganz kurz, dass ich das sage, wie sie gerade den Putin sozusagen beschreiben, das ist nicht die Wahrheit, Leute. Glaubt nicht das, was ihr hört. Ja, also überhaupt nicht. Das ist nicht ein böser Mensch. Nein, überhaupt nicht. Also wenn er böse ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also überhaupt nicht. Denkt das gar nicht. Sondern das ist, wenn man einen Menschen im Limit bringt und dann platzt er. Dann platzt er einem den Kragen. Also sogar ich könnte platzen. Ich bin der beste Mensch hier, der netteste Mensch. Ich kann wirklich der Beste sein, dich behandeln wie ein König. Ich kann wahrscheinlich alle Beleidigungen annehmen, aber irgendwann mal platzt mir auch der Kragen. Ne? Das ist normal. Und so geht es dem Mann auch. Okay, ja, das war jetzt wichtig, weil ich bin jemand, der sagt, ich bin offen für viele Sprachen. Französisch. Also ich bin wirklich da. Ich sag mal so, Multikulti. Also mich interessiert das nicht, ob das jetzt Arabisch ist, Türkisch, ob das jetzt Russisch, Polnisch, das ist mir egal. Ja, also ich empfange einfach die Energie so, wie sie ist. Das ist Energie. Das spielt gar keine Rolle. Die Sprachen wurden ja extra quasi verwendet, um uns durcheinander zu bringen. Das haben damals die, ich sag mal, die höhere Macht das extra gemacht, ja, um uns wirklich durcheinander zu bringen, ja. Okay. So, schauen wir mal. Die haben schon Angst vor uns, ne? Das ist jetzt nicht so. Wir sind jetzt nicht so ungefährlich, ne? Also wir haben immer, ich sage immer, innen drin eine Essenz, die gefährlich ist. Und deswegen halten sie uns schön, schön unten mit der Vibration. Immer, immer. Müssen sie ja, ne? Weil die richtig Schiss haben. So, schauen wir mal, was die Orakelkarten zu der männlichen Energie sagen. Des Herzens Angelegenheiten, was das Herz äußert von ihm. Blocchi causati da memorie karmiche. Er hat eine karmische Verbindung, eine karmische Blockade. Diese Person, wenn du jetzt sagst, Katja, es stimmt,
Ich merke das an ihm. Was ihm hindert, das ist das Karma. Er hat etwas gemacht in einer früheren Inkarnation und bezahlt heute saymäßig 6 Monate, wahrscheinlich bis er das versteht, bis er da rauskommt. Wahrscheinlich braucht er auch Unterstützung, kann gut sein, weil das ist der Karma, der hier ihn blockiert. Ganz einfach, es gibt Menschen, die einfach etwas gemacht haben in einer früheren Inkarnation. Ganz simpel und einfach. Die haben sich nicht gut benommen, deswegen sage ich das immer wieder, wenn ich private Legungen mache mit Menschen, seid vorsichtig, seid immer nett, macht nichts Schlimmes, macht nicht Magie, handelt nicht mit Magie, weil das kommt alles zurück. Vielleicht hat er irgendetwas praktiziert, der Mann oder die Frau, ne? Das kann ja nämlich auch eine Frau sein. Irgendetwas ist hier passiert und er nimmt es mit, kann aber auch gut sein, das zahlt er in die Liebe. Er hat etwas mit Liebe gemacht, ja? Okay, schauen wir jetzt mal. Lieber Löwe, das nehmt ihr auf. Die Situation für die männliche Energie. Hier gibt es irgendwo eine Situation, in dem es eine andere Frau gibt oder eine Kompetition. Das ist wie wenn du hinter deinen Rücken dir schauen sollst. Jemand, der hier den anderen provoziert. Es kann ja auch gut sein, du sagst, oh mein Gott, stimmt, mein Partner wird provoziert. Nicht produziert. Hier wird niemand produziert. Entschuldigung, lieber Löwe. Provoziert. Wenn jemand provoziert wird. Die andere Frau. Hier ist eine andere Frau, die hier den anderen provoziert. Ja? Die hier die falsche Schlange ist. Also hier gibt es eine Frau, die nicht korrekt ist, die irgendwie wahrscheinlich, sagen wir mal so, negativ eingestellt ist auf diesen Mann. Ja, du kannst es aber natürlich auch umsetzen. Kann ja auch gut sein, das ist eine Arbeitskollegin. Ja, eine Arbeitskollegin, weil hier gibt es auch una separazione, eine Scheidung oder eine Trennung. Es kann ja sein, dass die männliche Energie hier getrennt ist oder das könnte die Blockade bei ihm auch sein, ja. Dass er quasi sagt, ja, ich lebe mit jemandem zusammen, aber diese Frau, mit der will ich gar nicht zusammen sein, ich fühle mich gezwungen. Oder es gibt jemand, der hier diese Ehe oder diese Liebe sabotieren möchte, ja. Es muss ja nicht unbedingt die, wie sagt man, das Herzensmensch sein. Es kann ja auch eine Schwester sein, eine Mutter, eine gute Freundin. Manchmal ist es ja auch so, dass die Männer Freundinnen haben. Ne? Gute Freundinnen, die irgendwie Tipps geben, verteilen, aber in Wirklichkeit sind sie verknallt, verliebt und geben falsche Tipps. Ja? Bitte vorsichtig sein. Hier gibt es auch eine Kompetition. Das ist eine Konfrontation mit einer anderen Frau. Ja? Also es könnte hier im Spiel eine dritte Person geben. Ja? Wie gesagt, ihr seid hier Bonnie und Clyde. Also ihr müsst das irgendwo schaffen. Bonnie und Clyde. Ja, das ist ein schöner Film. Warte mal, wer hat ihn gedreht? Jetzt kann ich mich erinnern, dass ich diesen Film gesehen habe, aber das war ein Remake. Das war so nicht richtig, aber es war ähnlich. Justin Timberlake. Justin Timberlake hat den Film gemacht. Also ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Es war irgendwas mit dem Leben. Er hatte hier so Leben. Sagt mir, ob ihr den kennt. Ob ihr den Titel wisst von diesem Film. Das ist wahnsinnig. Justin Timberlake, ich muss selber mal nachschauen, wie der Film heißt. Seine Mama ist an dem Film gestorben. Die Mutter, weil sie kein Leben hatte und hat es ihm gegeben in der letzten Sekunde. Sowas in der Art. Also das ist wie so ein Flash bei mir. Ja. Und ich denke, das ist das. Weil sie ist ja reich gewesen, die Frau quasi, also das Mädchen. Also ich muss es mir nochmal anschauen, wenn ich das finde. Weil das ist wirklich auch mein Film, ne? Solche Dinge sind mein Film. Okay, Liebessituationen hier, wie geht es weiter? Und lieber Löwe, wenn es dich stört, weil es ist ja auch so, manchmal gibt es auch viele, die das stört, wenn ich rede, wenn ich etwas sage, dann bitte, hör mir nicht zu. Schalte woanders, ja. Ich bin so, ich ändere meine Art nicht. Und gerade du, lieber Löwe, du kennst es besser als ich, du bist auch Löwe. Der Löwe sollte niemals sich ändern für andere, ja. Ich ändere mich nicht, ich bleib so, wie ich bin, ne. So, denkst du nicht, dass ich das nicht merke, dass hier etwas nicht stimmt? Jawohl, die Person merkt es. Irgendetwas stimmt nicht. Aber ich versuche hier ruhig zu sein. Io scelgo te.
Ich suche dich, ich wähle dich. Wahrscheinlich bist du hier die Wahl. Das hört sich jetzt scheiße an, lieber Löwe. Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt auch benachteiligt fühlen, wenn jemand sagt, oh, ich wähle dich anstatt sie. Was bin ich denn? Bin ich ein Paar Schuhe? Nee, aber diese Person liebt dich. Du bist die Frau, mit dem er zusammen sein will. Oder du bist der Mann, mit dem er zusammen sein möchte. Ja, und keine andere Frau existiert in seinem Leben. Wahrscheinlich will sie ihn provozieren. Das kann auch gut sein. Solche falsche Schlangen gibt es auch, die alles tun, um den Mann zu provozieren, ja? Aber was ist? Er will dich und keine andere Frau, ne? Du bist hier das Wichtigste für ihn oder für sie. Und diese Person versucht jetzt auch ruhig zu bleiben. Wahrscheinlich, wie gesagt, er hat auch Probleme oder sie hat auch Probleme. Weil, wie gesagt, du kannst ja auch eine Frau sein. Ah, dich nehme ich und dich nehme ich auch und dich auch. Guck mal. Text, Message. I messaggi, also hier, man sollte ehrlich sein, onesto, man sollte hier alles aussprechen, alles sagen, was es gibt zu sagen, man sollte hier il coraggio, mutig sein, sagen, SMS, Dinge, die passiert sind, Situationen, man sollte hier so ehrlich sein, wie es geht. Es kann aber auch gut sein, du hast hier mit einem Mann zu tun oder eine Frau, die wirklich ehrlich ist gegenüber dir. Sehr, sehr ehrlich ist, ja? Und tatsächlich diese Frau auch 100% oder dieser Mann zu dir steht, ja? Wie kann ich das jetzt sagen? Kennt ihr das? Wenn diese Person alles tut, um nicht in die Falle reinzufallen, ja? Das könnte so eine Person sein. Frau oder Mann, hier. È una transizione. Es kommen Veränderungen. Aber es ist vor kurz. Also, ich will das jetzt richtig sagen. Das ist kurz gehalten. Das ist jetzt nicht etwas, was in die Länge geht. Es ist kurz. Es könnte aber auch kurzfristig kommen. Du merkst es gar nicht. Und bam, kommen diese Veränderungen. Es muss aber sein. Es muss geschehen. Ich ja sage, hier sind Veränderungen. Und viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Na? Lieber Löwe, wir auch. Wir sind fixe Sternzeichen. Siamo fissi, ne? Wir sind fix. Wir sind fixiert und es ist ja klar, dass wir auch Angst haben, ja, unter der Astrologie. Wenn du den Löwe dir anschaust, das ist jemand, der auch die Routine bevorzugt, seine Komfortzone, und wenn dann diese Veränderungen kommen, können wir auch dann unstabil werden, ja? Aber die Veränderungen sind eigentlich immer dazu da, um es zu ändern, weil du etwas machst, wo nicht mehr passt mit deiner Frequenz. Das ist ja klar. Schauen wir mal mit dem Tarotkarten uns die Situation an. Oh, okay, ich nehme jetzt die anderen habe ich nicht gesehen. Leute, hier gibt es jemand, der gar nicht sieht, was hier gerade geschieht, was hier gerade passiert, weil diese Person zu beschäftigt ist mit dem, was er hier hat oder mit dem, was er hier gehabt hat. Es kann ja gut sein, dass diese Person hier seine Chancen verpasst oder so dermaßen in der Vergangenheit lebt, dass er gar nicht merkt, dass die Präsenz, dass die Zukunft auf ihm wartet. Das kann hier gut sein, er ist beschäftigt beruflich, er hat hier sehr viel zu tun, er ist genommen von der beruflichen Situation, kann aber auch gut sein, du arbeitest mit diesem Mann zusammen. Ja, und diese Person hat Familie. Diese Person wird hier von dieser Frau, wie ich ja gesagt habe, kann ja gut sein, dass diese Frau ihn wirklich provoziert. Ja, kann aber auch gut möglich sein, dass du jetzt hier diese Frau bist und dass du jetzt hier die Frau bist, mit dem er zusammen sein will. Ja, das kann auch möglich sein. Aber hier geht das auch erstmal um eine berufliche Situation, die hier ihm am Herzen liegt. Das ist ein König der Schwerter. Das ist jetzt hier kein König der Kelche, kein König der Münze. Der ist eher auf die Arbeit fixiert und verpasst manchmal sogar die Angelegenheiten, weil er extrem vom Job genommen ist oder extrem am Gutsein. Wie wenn er, weißt du, manchmal, ach, der Münze ist auch für mich, zeige, wie du das gut machst. Und manchmal ist man so beschäftigt an dieses Perfektionismus, dass man sich vergisst dabei, perfekt zu sein. Ja, dieses Perfektsein, nobody is perfect, man kann nicht immer perfekt sein, man kann nicht immer alles perfekt haben, ja, und diese Person verpasst die Chancen, die ihm gegeben werden. Hier ist dieser goldene Kelch und er sieht es gar nicht, weil er gerade an etwas schaut, wo er mit der Vergangenheit zu tun hat. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun, nichts mit dem Präsent. Hier und jetzt spielt das Leben ab,
Nicht in der Vergangenheit. Oder falls du jemand kennengelernt hast, diesen König der Schwerte bei der Arbeit. Kann ja auch gut sein. Und das ist ja so, ihr habt vielleicht gestritten oder ihr habt irgendwie Missverständnisse gehabt. Ja, und diese Person kommt auf dich zu oder diese Person braucht jetzt hier dieses Gespräch, dass ihr etwas klärt zusammen. Aber es muss definiert werden. Das ist wichtig, dass man sich hier definiert, dass man hier weiß, weil die männliche Energie ist auf jeden Fall nicht so wie die weibliche Energie. Die passive Energie ist viel weiter. Die männliche Energie ist irgendwo noch mittendrin an seine Vergangenheit, seine Illusion, das, was er gelebt hat. Das ist wie wenn dieser Mann oder diese Frau konstant in der Vergangenheit lebt, nicht in die Zukunft. Zukunft, Entschuldigung, in dem Präsent. Aber die Zukunft wird kreiert durch den Präsent. Wenn du jetzt hier Samen anlegst, wird es quasi für deine Zukunft gebraucht, ne? Und wenn du keine Samen legst, bekommst du auch nichts. Gar nichts bekommst du. Da bekommst du nur Steine. Und aus den Steinen machen wir uns gar nichts. Schauen wir mal, was das für eine Verbindung ist zwischen dir und ihm. Also er ist zu beschäftigt. Aber woanders. Seine Gedanken sind woanders. Also ich denke, er ist sehr rational im Gegensatz zu dir. Was ist es für eine Verbindung? Eine Chance. Glaubst du am Wunder? Ich habe uns doch nicht ganz aufgegeben. Ich sag doch, dass es hier jemand gibt, der euch nicht aufgibt, der mit euch zusammen sein will, der denkt, ja, diese Beziehung kann bestehen. Ja, natürlich. Manchmal ist es auch so, dass man dieses Gefühl hat in sich, ja, und der andere, also quasi der andere oder die andere hat es auch. Dass es ihr beide seid, dass ihr beide das wollt, ja, und keiner von euch weiß es. Das ist unabhängig. Du denkst es für dich und er denkt es für sich. Wirst du uns aufgeben? Ich denke, unsere Beziehung hat noch eine Chance verdient. Kann gut sein, dass es wirklich wichtig ist. Verehrung. Heimlich, ganz heimlich beobachte ich dich aus der Ferne. Also es kann ja auch gut sein, wie gesagt, dass es hier einen Verehrer gibt. Jemand, der die Situation auch ausnutzen will, ja? Gibt viele Menschen, ich sage immer, Leute, ich bin jemand, der sagt, ich bin auch in einer Verbindung, das kann mir auch passieren, aber ich war auch jung. Ich war ja auch jung und dynamisch und sobald ich gesehen habe, dass ein Mann oder alliiert war oder irgendwie eine Freundin haben könnte, habe ich mich weg, also wie gesagt, auf die Seite geschoben, weil ich wusste ganz genau, ich möchte jetzt nicht in diesen Liebesdreieck reinkommen, ja? Natürlich, wenn ich es nicht gewusst habe, es gab aber immer. Wie sagt man das, Zeichen? Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe diese Zeichen verstanden. Ja, ruf mich bitte um diese Uhrzeit an, aber nicht dann. Dann habe ich mir gedacht, wieso sollte ich jemand um diese Uhrzeit nicht anrufen? Oder wieso sollte ich das vermeiden? Dann hat es mir gestunken. Und dann habe ich herausgefunden, dass diese Person tatsächlich in einer Verbindung war, sogar verheiratete Männer. Also Leute, seien wir wirklich vorsichtig. Suchen wir uns nicht das eine von den anderen. Ja, suchen wir uns das, was noch nicht vergeben ist, ja? Oder wirklich so zu leben, dass wir sagen, okay, in diesem Moment ist diese Person vergeben. Ja, diese Person ist schon in einer Beziehung. Dann gucken wir, dass sie auseinandergehen und dass wir dann quasi auch dann erst mit dieser Person etwas starten. Weil viele Männer, viele Frauen, das sind ja meistens immer die Anrufe, die ich erhalte. Ja, er hat gesagt, er geht auseinander. Und das tut er aber gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also wir müssen aufwachen von dieser Illusion, dass sie auseinandergehen. Wenn, dann tun sie das gleich. Löwe, Zentralität, nochmal Löwe, ne? Urano, Wassermann. Was ganz Schnelles, Krebs, okay, und Merkurio, Kommunikation, Reden ist sehr wichtig, Reden, Reden. Hier haben wir Jungfrau und Zwillinge, wenn es dir etwas sagt. Also mit den Zwillinge und mit den Wassermann wird es mich gar nicht wundern, da entflammt es, aber mit den Jungfrauen ist es auch eine sehr gute Verbindung, ja. Ist die Opposition, auch mit den Krebs ist Opposition, aber es ist so, dass diese Sternzeichen sich gegenseitig immer etwas geben, weil das gerade die Opposition ist, ja. Okay, lieber Löwe, das war deine Legung. Falls du jetzt resoniert hast schon, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben und wenn nicht, ja, dann lässt du es sein, es ist ja klar, das ist kollektiv, ja. Pass auf dich auf, lieber Löwe, mach's gut. Ciao.